aus Leichtathletikland stark gekürzt. Als jener geniale Mensch, der als erster seines Geschlechtes aus der Baumwipfelheimat zu Boden sprang, da wurde die Leichtathletik geboren. Zu jenen Zeiten wuchs in allen Ländern nur Urwald und schüchtern schritt das Gehen durch Dickicht und Dschungel. Doch eines Abends grunzte im Moor das Riesenschwein, ein Zeitalter verdämmerte, ein neues begann. Denn nun lief das Gehen. Vieltausend Jahre später teilte es sich in Kurzstrecken- und Langstreckenlaufen, denn naturgemäß musste viel Zeit verstreichen, ehe zwischen Schenkel und Schenkel unterschieden werden konnte. Nun lief das Langstreckenlaufen unzählbare Male um die Erde und wurde weder müd noch alt. Aber der Wald ward gar bald zum Greis, die stolzen Stämme fielen und zwangen das Langstreckenlaufen oft zu meilenlangen Umwegen, bis es eines Tages über eine tote Tanne setzte. Ein Wunder war geschehen, Hochsprung war erstanden. Wie unendliche Heuschreckenschwärme flog das Gerücht vom heiligen Hochsprung über die Welt und allüberall sang man Dankchoräle. Als aber kurze Zeit darauf auch das Kurzstreckenlaufen einen Hochsprung vollführte, glaubte niemand mehr an das Wunder. Und die folgende Generation glaubte überhaupt nichts mehr, denn nun konnte ja jeder schon vom dritten Lebensjahre ab hochspringen, sogar aus dem Stande. Da aber erzürnte der liebe Gott gar sehr ob der allgemeinen Gottlosigkeit und verordnete eine Eiszeit. Und grimmige Kälte und grüner Frost erwählten die Erde zu ihrem Brautbett, und finstere Stürme triumphierten. Alles erstarb, ohne verwesen zu dürfen. Die wenigen, deren Blut nicht stillstand, hausten in Höhlen und weinten bittere Eiszapfen. Bis der Allgütige sprach, sie sind genügend gestraft. Kaum war das Wort verklungen, schien die Sonne wieder auf die Erde und all die Eiszapfentränen schmolzen und bildeten mächtige Ströme überall. Einmal sogar zwischen einem Liebespaar. So entstand der Weitsprung. Und selbst die reuigsten Sünder konnten nicht umhin festzufühlen, dass dies kein Wunder sei, sondern nur Natur. Randbemerkung zu Satz 1. Nur um der Wahrheit willen soll korrigiert werden, was aus Bequemlichkeit der Ausdrucksweise Überlieferung geworden war. Dass nämlich jener geniale Mensch von jenem Baume nicht heruntersprang, sondern bloß herunterfiel. Und selbst kopfunten warf er noch heulend Gebetbrocken an den Horizont, denn damals herrschte in unserem Geschlecht der Glaube, dass am Boden nicht zu leben sei. Als er aber eben dort selbst dank seines vortrefflichen Genickerbauers heil landete, staunte er zunächst stumm ob des nicht eintretenden Todes. Doch bald verkündete er mit lauter Lunge seinen Brüdern und Schwestern, dass er heruntergesprungen sei,
Dies war seine geniale Tat. Und begeistert sprangen ihm die Geschwister nach ins neue Land. In der alten Heimat gab es nämlich bereits zu viel Menschen und zu wenig Essen. Freilich mit der neuen entdeckten sie auch nicht das Paradies, denn damals herrschten noch Drachen. Aber es waren ja bei dem Sprung aus dem Vaterland nicht gerade alle auf den Kopf gefallen. Einige wussten Rat. Mit Steinen und spitzen Stämmen, den Ahnen von Diskos und Speer, rotteten sie die Ungeheuer mit Mühe und Plag nach und nach aus. Aber nur so, durch Leid geläutert, konnte sich die Leichtathletik entfalten. Und das ist doch Fortschritt. Und uns allen liegt auch nichts ferner als dies, jenem Mitmenschen die kleine Formlüge nicht verzeihen zu können. Jupiter fürchte Gott, Weltrekordinhaber honoris causa. Apropos Leichtathletik. Der Hochsprung und der Weitsprung waren Todfeinde. Das kam so. Der Hochsprung behauptete, Höhe sei im Leben das Erstrebenswerteste und benahm sich daher gegenüber dem Weitsprung wie ein arroganter Aristokrat. Der Weitsprung hingegen betonte, wohl sei Höhe im Leben ein schöner Faktor, jedoch man müsse auch vom Flecke kommen, wenn man die Dinge von der praktischen Seite betrachte, und das sei die Pflicht des Staatsbürgers. Und bitte! Unterbrach ihn der Hochsprung und führte ihn an einen hohen Zaun, den er fast ohne Anlauf einfach so überschwebte. Der Weitsprung versuchte gar nicht zu springen, sondern führte den Hochsprung an einen breiten Fluss, und sein Bitte tönte bereits vom anderen Ufer herüber. Der Hochsprung hätte ja nun auch einfach stehen bleiben können, aber eben weil er Hochsprung hieß, biss er die Zähne zusammen und schnellte sich zu den Wolken empor. Das war ein Sprung. Aber eben weil es nur Höhe war, stürzte er kopfüber in die Wogen. Stromschnellen sprangen über ihn und der Grund ergriff ihn mit schlammigen Fingern. Erbärmlich ersoff der Stolze. Jedoch ein regelbegeisterter Jurist, der zu selbiger Stunde am besagtem Flussufer unter einem Farnkraute saß und Wasserflöhe fischte, hat mir später erklärt, dass auch der Weitsprung ersoffen sei. Logischerweise. Denn nach den Regeln aller Verbände gilt ein Weitsprung nur dann als vollbracht, wenn der ihn Ausführende beim Aufsprunge imstande geblieben ist. Und das war unser Weitsprung.